Ja, es gibt einen Chinesen, der hat jetzt geboxt und der hat einen K.O. gemacht, also beim anderen. Und ja, er ist richtig auf den Gegner zugekommen und hat ihn mit einem Zang mega K.O. kaputtgeschlagen. Ja, also er hat ihn K.O. gehauen. Und der Chinese heißt Zhang oder Chang. Nee, Chang, nicht Zhang. Ja, er hat ihn richtig in die Zange genommen. Das ist das mega K.O. Ich weiß nicht, boxt jemand von euch? Ich bin so Naturtalent. Ich musste mich mal verteidigen, hab geboxt und derjenige war eine Woche K.O. Ja, tut mir leid an dich, aber so war es damals. Du hast mich auch geärgert. Und ja, das ist das Schöne. Ich finde, Boxen ist auch ein Sport, aber ist natürlich auch gefährlich. Es kann, wenn du Schläge auf den Kopf kriegst, kann es auch dazu führen, ja, dass du entweder K.O. gehst oder bleibende Schäden hast. Deswegen bin ich so beim Boxen immer so, dann lieber eher joggen, ne? Finde ich eigentlich auch ganz interessant, wenn man joggt. Und ja, da kann nicht so viel dabei passieren. Da kann man stolpern, so wie unser Bundeskanzler, und sich verletzen oder umknicken. Das ist natürlich auch mies. Aber beim Boxen kannst du richtig K.O. gehen. Nur, ich finde natürlich so, wenn du dieses, na, wie heißt denn das? Sparring oder wie heißt das? Wenn du so dieses Training machst und hast dann deinen Helm da auf und dann boxst du. Das finde ich eigentlich ganz witzig mit Boxhandschuhen. Das macht eigentlich ganz viel Spaß, ja. So, deswegen, also ich würde immer sowas machen, aber so just for fun. Aber ich würde nicht Vollkontakt oder ohne, würde ich nicht machen. Bei mir ist es so, ich habe echt eine harte Rechte, ne? Hört ihr ja schon. Aber ich würde jetzt nicht gegen so einen Chinesen oder gegen jetzt Walujew oder wie die heißen, die Klitschkos in den Ring steigen. Würde ich nicht machen. Wenn ich es müsste, natürlich würde ich um mein Leben kämpfen. Aber ich würde nicht freiwillig irgendwo da reingehen. Dann lieber in ein Geisterhaus, wo ich eine Nacht übernachte. Da kann ich mir dann noch einen Kaffee machen oder ja, am Handy ein neues Video. Bis dann.